Werter Herr Geschneider, liebe Mitglieder unseres Förder- und unseres Freundeskreises, liebe Gäste, liebe Kinofreunde, herzlich willkommen zur Carte Blanche von Herr Geschneider. Das ist unser Programm, dem wir, denke ich, die allergrößte Neugierde im Vorfeld entgegenbringen. Ein Künstler, den wir bewundern, erhält sozusagen freie Hand für die Zusammenstellung einer Filmreihe hier in diesem Kino. Und seine Auswahl von Filmen, die ihn, das sagen auch immer alle, die ihn berührt, beeindruckt, beeinflusst haben, bestimmt dann unser Programm. Die 8 Filme, die Sie, lieber Helge Schneider, sich gewünscht haben, verraten unter einem jedenfalls eine Liebe zum Kino, die nicht an eine bestimmte Zeit, an Länder, Genres, E oder U gebunden ist, sondern sozusagen frei flottiert, diese Liebe. Nämlich vom Stummfilmklassiker mit Buster Keaton oder einem großen Melodram von und mit Charles Chaplin über den französischen Film Noir der 50er Jahre oder eben auch einen bundesdeutschen Schlagerfilm aus jener Zeit, bis hin zu den surrealen, harten, spannenden, pessimistischen Werken der 1970er Jahre, den Western, Krimis, Charakterstudien, radikalen Experimenten aus Mexiko, Italien oder den USA. Und das heißt ja, unter cinephilen Liebe, dass man nämlich nicht an Kanon klebt, dass man offen ist für Formen des Films, für andere Erzählweisen, für viele Perspektiven, Stimmungen und Schauspieler, Regisseure aus der ganzen Welt. Lieber Helge Schneider, in Ihren Videobotschaften, die ebenso minimalistische wie großartige Performances sind, begründen Sie diese Ihrmal. Und ich finde, jeder von Ihnen, wenn Sie es noch nicht getan haben, sollte sich diese Kabinettstücke ansehen. Hier im Kino laufen Sie sozusagen vor jeder Vorstellung der Carte Blanche Filme oder eben im Internet, sowohl auf unseren Seiten wie auch auf YouTube. Denn in diesen Videobotschaften ist es die Musik, oder sagen wir fast immer die Musik der Filme und die erinnerte, neuerlich beschworene Musik in Helge Schneiders Performance, die hier sozusagen eine Klammer bildet, diese Musik. Sie verbindet die Reminiszenzen an großartige Szenen, an die Atmosphäre eines Films oder eben auch an das eigene Erleben im Kino mit dem Hier und Jetzt. Namen: Chaplin, der ja auch Komponist war, Buster Keaton, der mit Chaplin musiziert hat in einer absurd komischen Szene, Miles Davis, der Komponist, der den Soundtrack zu Fahrstuhl zum Schafott geschaffen hat, Ennio Morricone in einem Western, den Helge Schneider nicht Spaghetti-Western nennt, sondern Jausen-Western, Peter Alexander, Billy Moe und die anderen aus dem bundesdeutschen Schlagerfilm. Die Namen und die Szenen und der Sound geben Helge Schneider den Stoff für seine verbalen oder eben auch musikalischen Interpretationen über dieses Thema, das Thema, was Filme einem bedeuten können, auf vielen Ebenen. Also nochmal unbedingt anschauen. Verehrter Helge Schneider, ich danke Ihnen an dieser Stelle von Herzen dafür, dass Sie neben all Ihren Verpflichtungen rund um Ihr neues Album, den Kinostart Ihres neuen Films und die Vorbereitung zu Ihrem neuen Bühnenprogramm sich die Zeit genommen haben, diese 8 Filme auszuwählen, und wer jemals 8 Lieblingsfilme oder Wunschfilme hat auswählen sollen oder dürfen oder können, weiß, dass es mit Arbeit verbunden ist und auch mit einer gewissen Art von Selbsterforschung, mit vielen Erinnerungen. Und es ist eine nicht einfache Arbeit, aber sie ist großartig. Und ich danke Ihnen außerdem ganz, ganz herzlich für diese wundervollen Videobotschaften. Und natürlich gilt mein Dank den Freunden des Deutschen Filmmuseums, die durch ihre finanzielle Unterstützung diese Reihe ermöglicht haben. Lieber Schneider, wir bewundern Sie als Komiker, Musiker und wahrlich nicht zuletzt als Regisseur.
Und wir freuen uns sehr, heute 00 Schneider im Wendekreis der Eidechse als Preview präsentieren zu können. Davor zeigen wir jetzt gleich den, wenn man so will, ersten Teil. 00 Schneider jagt auf Nina Baxter. Und davor wiederum möchten wir noch ein wenig mehr über ihre Filmauswahl hören. Und ich freue mich auf das Gespräch, das Urs Spörri, hier steht er schon, mit Ihnen führen wird. Kommen Sie also bitte, bitte, bitte ein wenig nach vorne. Ziehen Sie sich bitte, bitte, bitte nicht. Und ich darf Ihnen viel Vergnügen wünschen. Danke. Also, an. Ja. Kein Mikrofonausfall, wie sie manchmal simulieren. Ja, nein, das war genau. Willkommen zurück an alter Wirkungsstätte, kann man auch sagen. Ja, denn, ich erinnere mich. Was vielleicht nicht jeder weiß, Sie haben hier vorne schon mal früher gesessen und an der Orgel Stummfilme gedreht. Ja, aber andersrum. Die stand hier, die Orgel, und ich habe so rumgesessen. Vorne. Und musste dann immer so den Hals recken beim Spielen. So ein bisschen sogar nach hinten und musste den ganzen, also den ganzen Film musste ich dann so sitzen. Und dann hatte ich so eine Figur wie so ein Fragezeichen, als ich nach Hause fuhr dann. Mit dem Auto bin ich, glaube ich, ich hatte noch kein Auto. Da war ich noch erst 21, also ich habe mit 29 erst einen Führerschein gemacht für Auto. Ich glaube, ich bin mit dem Zug gefahren oder Straßenbahnstückchen auch. Ja, das war eine tolle Situation hier. Ja, ich hab, damals habe ich gedacht, oh toll, Deutsches Filmmuseum und dann soll ich auf der Weißen Orgel spielen. Und da habe ich auch noch sogar Geld für gekriegt. Ich weiß nicht wie viel, ich glaube 150 Mark, können auch mehr gewesen sein. Und dann habe ich hier so Filme gespielt, ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube Lubitsch-Filme, die Austernprinzessin habe ich hier. Die Puppe. Auch ein Film. Dann habe ich auch Buster Keaton, glaube ich, gespielt, The Red General. Den habe ich hier auch vorgeschlagen als Film. Genau, da reden wir auch gleich drüber. Um diesen Film, da können wir gleich drüber reden. Ja, und seitdem kenne ich hier das Filmmuseum Frankfurt und hat mich öfter mal in meinem Leben, hat es mich hierhin verschlagen, aber schon bestimmt 30 Jahre nicht mehr. Wir freuen uns, dass Sie es wieder geschafft haben. Weil ich so wenig Zeit habe. Nein, aber 20 Jahre oder so. Ich war wirklich schon lange nicht mehr hier. Ich wusste auch gar nicht, dass hier jetzt umgebaut wurde. Ist auch noch gar nicht so lange her. Das gefällt mir ganz gut. Und dann habe ich mir überlegt, ich werde meinen Tischtenniskeller zu Hause werde ich auch umbauen. Streichen. Ja. Wie darf man sich das denn vorstellen, wenn Helge Schneider einen Stummfilm begleitet? Ist das dann eine Jazznummer gewesen, so ein General? Oder haben Sie sich gar nicht vorbereitet? War das Improvisation? Also es ist so, der Vorteil von einem Musiker, wie ich es bin, für die Stummfilmmusik ist, ich kann also 100% improvisieren. Ich brauche gar keine Noten. Ich habe Kollegen gehabt, wir haben mal in Düsseldorf im Filminstitut, haben wir mal Louis Feuillade haben wir vertont. Das ist ein früher Meister, der hat in Frankreich die ersten Serienfilme gedreht über einen Einbrecherkönig, der hieß Fantomas. Das waren so 20-Minuten-Filme, immer in 70 Millimeter. Und dann haben wir da 3 Tage lang gespielt. Also alle Folgen wurden gezeigt, irgendwie 64 Folgen oder so. Und da haben wir da irgendwie so unheimlich, also Tag und Nacht haben uns alle 6 Stunden, haben sich die Orgelspieler abgewechselt. Da war ich dabei, dann war der Christoph Stingensief damals dabei, der auch so ganz manierlich Orgel gespielt hat und ab und zu mal geschrien. Und dann war dann einer dabei, der habe ich ganz vergessen, wie der hieß, auf jeden Fall. Der Herr Gerhard, der konnte also nur nach Noten, der hatte dann immer unglaublich viele Noten dabei. Und dabei ist mir aber aufgefallen, ich war damals ja noch nicht so bekannt wie heute,
Und das hatte mir ein Kollege gesagt, der hat immer gesagt, du musst dir Noten hinstellen, egal wo du spielst, dann klatschen die Leute. Dann hatte ich damals so eine Manie, da habe ich ab und zu mal einfach irgendwie so Noten hingestellt und so umgeblättert, habe aber gar nicht nach Noten gespielt, um das mal auszuprobieren. Das stimmte gar nicht, der hatte gelogen. Und jetzt, über 30 Jahre später, durften Sie hier ein Monatsprogramm mitgestalten. Eine ja, das hat mich sehr gefreut. Ja. Ja, uns auch. Und zwar das in der Tat schwierig, wie Frau Dillmann gerade sagte. Ich kann mir das vorstellen, Sie haben die ganze Filmgeschichte zur Auswahl gehabt. Und gleich 8 auszusuchen, gar nicht so einfach. Ja, man ist dann ungerecht schnell. Ne? Man kann ja eigentlich ganz viele Filme, die man so in seinem Leben mal so gesehen hat, die für mich auch so Meilensteine des Kinos waren, also für mich persönlich jetzt, die ich auch, sagen wir mal, begleitet habe, wie zum Beispiel The General mit Buster Keaton, wo eine wahnsinnige Verfolgungsjacht, nennt man das heute, da stattgefunden hat. Und da weiß man überhaupt nicht, wie die das gemacht haben. Und da muss wohl ganz viel Stunt dabei gewesen sein, weil die haben ja damals keine, so wie heute, so Elektronik. Wenn man heute in so einen Film geht, wo so eine riesige Eisenbahnbrücke so zusammenbricht, so wie in dem Film jetzt mit Johnny Depp und ich weiß jetzt nicht, wie der hieß, Lone Ranger, dann sieht man auch ganz deutlich, das ist alles nicht echt, das ist ja alles aus dem Computerprogramm weiterentwickelt. Aber das Interessante bei Kino finde ich ja genau das Realistische, also das Reale. Also dass man weiß, aha, da haben sich welche wirklich unheimliche Arbeit gemacht und dann bricht das auch noch zusammen. Und dann ist einfach, und dann mit Buster Keaton, mit unbewegter Miene, wie der da irgendwie unter Lebensgefahr irgendwie hantiert, das ist natürlich was ganz, ganz anderes. Das ist ja das Leben. Und trotzdem Fiktion, weil Kino ist ja Fiktion. Aber das kann man gar nicht vergleichen und da muss man einfach mal ab und zu darauf hinweisen, was das für ein Ding ist. Was bedeutet Ihnen denn Buster Keaton? Das ist der einzige Schauspieler, der in 2 Ihrer ausgewählten Filme vorkommt. Das ist jetzt nur Zufall. Okay. Das ist wirklich nur Zufall. Ich wollte die Filme nennen. Ich wollte einmal Charlie Chaplin nennen und die Musik, Charlies Musik. Mhm. Limelight. Und wollte einfach dann auch diese Szene beschreiben, die einfach wahnsinnig komisch ist und auch völlig absurd. Und damit auch einmal zeigen, vielleicht, man kann sich vielleicht vorstellen, wie die damals gearbeitet haben. Das kann nicht im Drehbuch gestanden haben. Ja. Ja? Und das ist wieder ganz anderes, das ist konträr zu dem Buster Keaton-Film The General. Das muss alles im Drehbuch so gestanden haben, weil das war perfektioniert und perfekt in der Reihenfolge der Stunts und so weiter. Während das andere in Limelight ist ein Bühnenauftritt von 2 großen Komikern, die sich irgendwie ergänzt haben. Und das haben die nicht großartig geprobt, glaube ich. Welche Vorgehensweise präferieren Sie für Ihre eigenen Filme? Die zweite. Also die von Charlie Chaplin in dem Film Limelight zum Beispiel. Ja. Sie haben auch gesagt, dass Sie sich gelegentlich was abgucken bei solchen Filmen. Also gerade diese eine legendäre Szene, wo Keaton und Chaplin dann zusammen auf der Bühne stehen und spielen. Da haben Sie gesagt, da haben Sie sich mal was mit dem Bein abgeguckt. So. Ja, der hat dann so eine weite Hose an und das eine Bein sieht man erst nicht, da baumelt so der Fuß aus der Hose raus und dann haut er sich da mit dem Geigenbogen immer so drauf und dann wird er immer so, wird das Bein wieder lang, dass es bis auf die Erde reicht und dann, wenn er so spielt, schnappt das wieder nach oben. Also ist so eine motorische Sensation einfach. Das kann man so machen, wie wenn man so die Hände zusammenschlägt und dann ist der eine Arm dann länger. Das ist eigentlich eine ganz einfache, blöde Sache. Aber genau dieses Kindliche, das ist ja, da muss man erstmal hinkommen. Das kann keiner, der an so einem Schreibtisch sitzt und sich jetzt irgendwas ausdenken will, kann das aufschreiben. Und das ist mir besonders sympathisch, was man nicht aufschreiben kann. Und in welcher Situation verwenden Sie das dann in Ihrem Bühnenprogramm? Gibt es da so einen bestimmten Grund, wenn Sie sagen, jetzt mache ich was wie Chaplin damals mit dem Bein? Also es kann sein, dass das gar nicht mehr vorkommt. Das habe ich nur so mal, wenn ich auf der Bühne auftrete und mir kommt dieses Bild einfach in den Sinn, dann kann schon mal sein, dass ich das auch versuche. Oder dass ich so was Ähnliches dann, oder dass daraus irgendwas was anderes wächst. Limelight ist ja auch ein Film, das ist die Geschichte eines Clowns. Charlie Chaplin spielt den Calvero, der ein Mädchen rettet und dann am Ende selbst gerettet wird. Drama.
Ja, ganz großes Drama. Und ja, Sie haben sich selbst auch immer als Kindheitstraum den Clown ausgesucht. Das ist auch etwas, was Sie sehr fasziniert hat und immer noch fasziniert. Ja, ich wollte als Kind eigentlich immer Clown sein, aber ein selbstgemachter Clown. Aber ich habe jetzt nicht unbedingt den Clown im Zirkus gesehen, sondern ich hatte nur den Begriff gehört, schon als vierjähriger Junge, Clown. Und dann hat man auch zu mir gesagt, das ist ja ein Clown. Und dann, ja gut, dann bin ich Clown, dann wollte ich Clown sein. Aber ich hatte eigentlich noch gar keinen Clown gesehen. Aber dann ist daraus dann irgendwie so ein Lebensinhalt geworden. Also finde ich, also das liegt ganz früh, zurück. Gibt es denn noch mehr so Filme, wo Sie sagen, boah, der hat mich aber inspiriert für mein Programm, das noch irgendwie aufzugreifen? Gibt es da noch mehr? Oder ist Chaplin da schon so eine Figur, die wirklich da so einen einzigartigen Status hat? Nee, mit Sicherheit auch Jerry Lewis, wo ich viele Filme, damals konnte man die Sonntagmorgens immer sehen, wenn die neu rauskamen. Das war schon sehr lange her. Und der ist ja sehr musikalisch gewesen, der Jerry Lewis. Hat nachher auch selber Regie gemacht, hat selber Filme gedreht. Und auch ganz perfekt gedreht. Und der hatte aber so eine Ader, Musik und Handlung und das eigentlich ganz gut zusammenzubringen. Und vor allen Dingen, dass es auch komisch war. Und da gibt es so eine Szene aus Aschenblödel, also Cinder Feller heißt der Film. Da spielt auch eine tolle Frau mit, die spielt da seine Mutter. Die hat er fast in allen Filmen immer dabei gehabt. Ich habe den Namen jetzt vergessen. Helen sowieso. Und da ist nachher irgendwie heiratet. Das ist eigentlich, Cinder Feller ist auch so ein bisschen wie, warte mal, oder war das gar nicht aus? Doch, muss aus dem Film sein. Da ist, irgendwo geht er so eine Treppe runter. Und dann auf einmal dreht sich diese Orchestermuschel um und dann sitzt in dieser, also dann drehen die sich so wie in der Drehbühne, so eine richtige Muschel, und dann sitzt da Count Basie Orchester und spielt da so einen total tollen Swing, und er geht da so die Treppe runter, wie das so seine Art ist. Das ist einfach wahnsinnig gut. Das ist eben, also Aschenputtel, wenn Aschenputtel da irgendwie diesen Schuh findet oder so, weiß ich, das ist jetzt die Anlehnung daran. Auf jeden Fall diese Art und Weise, wie er das verbindet, das war einfach wahnsinnig gut und sind einfach vollkommen eigenständig. Ja, aber spannend. Wie war jetzt nochmal die Frage eigentlich? Ja, ob es noch andere Filme gegeben hat. Und solche Filme gibt es eigentlich viele. Aber ich muss da auch Kommissar Columbo denken, der auch irgendwo nennen, der auch irgendwo auch großen Einfluss auf mich gehabt hat, von seiner Art und Weise einfach so zu schauspielen, so sich zu geben. Ich habe in der Recherche für den heutigen Abend auch ein bisschen gekramt, auch im Internet ein bisschen was gefunden, auch eine echte Rarität. Vor 20 Jahren hat Christoph Schlingensief Sie mal fürs Mitternachtsmagazin interviewt. Und da haben Sie was ganz Spannendes gesagt. Sie sagten, Ihr ganzes Leben, zumindest Ihr öffentliches Leben, sei durchkomponiert. Also Filme, Musik und Bühnenauftritte haben jeweils einen eigenen Rhythmus. Und jetzt habe ich mich gefragt, als ich mir die Filme angeschaut habe, der Carte Blanche, was ist das jetzt für eine Komposition? Was hat das für einen Rhythmus? Wie würden Sie das musikalisch beschreiben? Also die acht Filme. Zusammen gegenübergestellt, sag ich mal. Zusammengenommen, ja. Naja, das ist, das hat schon einen Rhythmus. Und zwar einen galoppierenden Rhythmus, der auch mal auf 5/4 und dann wieder 3/4. Also ich bin nicht so festgelegt. Ich muss nicht marschieren. Ich möchte gerne ein buntes Rhythmusprogramm auch haben. Ja, ich habe nämlich auch ein bisschen drüber nachgedacht, wo vielleicht so Elemente sein könnten, die wiederkehren. Und da habe ich vier gefunden, und über die würde ich gerne jetzt mit Ihnen sprechen. Das erste mache ich, glaube ich, nicht viel falsch. Das erste ist Jazz und Musik im Allgemeinen. Da würde ich direkt mal anfangen mit Liebe, Jazz und Übermut, den Sie ausgewählt haben. Das ist von 1957 mit Peter Alexander in der Hauptrolle. Ja. Das ist vielleicht so der Film, wo man sich fragt, wie kommt denn der da rein? Naja, erstmal muss ich sagen, Peter Alexander war ein toller Typ und er hat irgendwie Leute schon zusammengebracht. Er hatte einen ganz guten Geschmack, und auch was diese Filme angeht, das waren so die späten 50er, ich weiß nicht, 59 oder so war der gedreht, kann er sogar noch. 57. Genau, 2 Jahre eher.
oder vielleicht erinnert ihr euch auch an Charlies Tante, das hat er ja auch mal gedreht. Nach, ich glaube, erst war Rühmann und dann auch Peter Alexander hat er gesagt, was der Alte sagt, kann, das mache ich jetzt auch besser. So. Und warum ich jetzt, sagen wir mal, zum Beispiel diesen Film ausgewählt habe, das war für mich, als ich den mal gesehen habe, als ich jung war, dann habe ich mich kaputt gelacht. Aber weil der das war und weil Paul Dahlke am Klavier gesessen hat, der eigentlich ein Schauspieler, und weil das auch, das war dann Playback und so, das war ganz lustig. Billy Moe hat Bass gespielt, den kannte ich schon als Dreijähriger, da hat er gesungen, ich kaufe mir lieber einen Tiroler Hut. Und der Knüller war Günther Fitzmann am Schlagzeug. Und dieses Trio mit Peter Alexander auch, der ab und zu mal dann die Trompete auspackte, der Film hieß Liebe, Jazz und Übermut. Dieses Trio spielte auf dem Schiff und das war einfach grandios. Also wie die allein immer, wenn die dann auftauchen, wenn die da saßen und so gespielt haben, da habe ich mich kaputt gedacht. Also, und dann habe ich gedacht, ja, das geht also. Man kann Musik im Film machen. Das sieht gut aus. Es gab heftige Kontroversen dann in diesem Film, denn Peter Alexander spielt ja Jazz verbotenerweise in diesem Internat und wird da immer als Jazz-Gangster beschrieben. Und gleichzeitig spielt auch Bibi Jones mit, die dann wieder Schlagersängerin ist. Und schon Richmond, dann als Jazz-Ikone, spielt da auch plötzlich eine Rolle mit. Zwar die Richmond? Ja. John Richmond, ja. Und zwischen Schlager und Jazz, da haben Sie sich ja auch so ein bisschen bewegt. Ihre erste große Rolle, Johnny Flash, ist ja auch ein Schlagersänger. Und der Jazz ist eigentlich ja Ihre große Leidenschaft. Wie ist dieses Spannungsfeld bei Ihnen zu sehen zwischen Schlager und Jazz? Kann ich ganz gut erklären, glaube ich. Ich habe auch Frank Sinatra immer gut gefunden, weil er einfach ein toller Sänger war. Und dieser Frank Sinatra hat so Sachen gesungen, wenn ich mir dann also selber mir die dann mal so übersetzt habe, habe ich gedacht, Mensch, das ist ja auch nichts anderes wie Schlager, das ist ja dasselbe. Und eigentlich, das ist auch in der Tat dasselbe, hört sich nur anders an. Weil erstmal, er ist ja ein super Sänger. Und zweites Mal ist Englisch, hört sich dann auch natürlich anders an, ne, weil man auch nichts versteht, richtig. Ne? Also man versteht schon was, aber man gibt sich nicht so die Mühe, da wirklich. Und außerdem ist der Slang dann auch manchmal verhindert, dann, dass man das auch wirklich richtig, jedes Wort versteht. Und da kommen wir natürlich zum Jazz. Ich meine, Frank Sinatra ist ja eigentlich Jazzsänger, aber er singt Schlager. Also das heißt, Schlager und Jazz und überhaupt Musik und so, das ist ja alles nicht so weit auseinander, wie das einfach von der Industrie zum Beispiel propagiert wird, damit Sachen Etiketten bekommen. Wird ja, damit, es sind Verkaufsetiketten, sonst nichts. Jazz, Bebop, Schlager, Beat, Rock, Rock'n'Roll, Heavy Metal, Metal, Dark Metal, Death Metal. Weißt du, das sind ja alles nur so Etiketten. Und jetzt mach mal so und jetzt mach mal so und jetzt zieh mal das an und zieh mal das an. Und eigentlich ist da alles Musik. Und wenn Peter Alexander gesungen hat hier, oder auch zum Beispiel Harald Juhnke, okay, wenn der gesungen hat New York, New York, dann klang das vielleicht schrecklich. aber er fand es gut und hat es gesungen und darauf kommt es an. Das stimmt. Fahrstuhl zum Schafott ist auch ein Jazzfilm. Und zwar, das ist insofern ein ganz wichtiger Film, weil das ist der erste komplett durchkomponierte Jazz-Soundtrack der Filmgeschichte. Mhm. Miles Davis hat das für Louis Malles ersten Film gemacht. Mhm. Was macht der Jazz mit einem Film? Was macht es anders, als wenn man andere Musik hört? Also in diesem Fall kann man ganz deutlich sehen, also diese Musik, die Miles Davis dazu, ich sag mal, komponiert hat, ich glaube nicht, dass der das komponiert hat, die sind ins Studio gegangen. Und ich kannte noch einen, der da mit ins Studio gegangen ist. Die sind aufgewacht morgens, sind dann ins Studio gefahren und dann haben die ihre Instrumente ausgepackt und hat Miles gesagt, spielen wir jetzt mal ganz, 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 ganz wenig. Und dann machen wir ein bisschen Hall drauf. Und diese verlorene Trompete, das war ja Miles Markenzeichen zu der Zeit. Und dieses verlorene Kalt, diese Kälte, das bringt eine unglaubliche Farbe in diesen Film. Es ist ein Schwarz-Weiß-Film. Und es bringt eine unheimliche, also das ist dann schon nicht mehr schwarz-weiß, das ist dann noch dunkler. Also das ist richtig kalt. Also dadurch wird dieses Auswegslose,
die Augen. Herr Chameau in den Straßen, das vergisst man nicht mit der Musik. Genau. Dazu. Oder der Alain Delon, der da irgendwie da aus dem Paternoster greift. Irgendwie die Augen und. Spielt der drin nicht mit? Nee, der spielt da gar nicht mit. Das ist ein ganz anderer Film. Oder wie dann plötzlich Uschi Glas. Wie gesagt, ich habe vier Themen gefunden, die so ein bisschen das Ganze miteinander kombinieren, was Sie ausgewählt haben. Das zweite Themengebiet wäre eine besondere Art von Komik, nämlich die Tragikomik, die so ein bisschen eine Rolle spielt. Das haben wir schon bei den beiden Filmen, die wir schon angesprochen haben. Ich glaube, bei General und bei Limelight, ja. Aber auch bei einem dritten Film, den Sie ausgewählt haben, und zwar Being There, Willkommen Mr. Chance von Al Ashby. Peter Sellers in einer Rolle, die, wenn man ihn mal gesehen hat, glaube ich, nie wieder vergisst. Ihn auch so, glaube ich. Peter Sellers kannte man ja aus der Rosa-Rote Panther und so mit David Niven, glaube ich, ne? Und dann als Inspektor Clouseau auch noch mal vor seinem Tod. Und dann nach seinem Tod ist ja noch ein Film zusammengeschnitten worden von dem Blake Edwards, ja. Auch noch der Rosa-Rote Panther, dritter Teil oder so zweiter Teil. Und dieser Film, wenn man jetzt Peter Sellers Fan ist, aufgrund seiner Komik, dann guckt man sich diesen Film an. Und ist man erstmal verwirrt, dann denkt man, das ist ja auch komisch, man lacht auch immer. Oder man will immer lachen, weil er einfach er ist eine sehr unglückliche Figur in dem Film. Aber gleichzeitig ist er auch so realistisch, weil der stellt in diesem Film einfach unsere Welt vor, wie sie ist. Und zwar, wie sie wäre, wenn man ganz naiv einfach so wie ein Kind, wie ein Vierjähriger vielleicht darüber nachdenkt, was da auf den Straßen los ist zum Beispiel. Und sein ganzes Weltbild hat dieser Typ aus dem Fernsehen. Das heißt, der war Gärtner und dann ist, glaube ich, sein Arbeitgeber gestorben. Und dann sitzt er da, hat nichts zu tun und guckt Fernsehen und guckt immer nur Fernsehen und Fernsehen und geht dann mit der Fernbedienung raus und dann geht er auf die Straße, da ist Schlägerei. In Bronx ist das, da kloppen sich irgendwie so ein paar Gangster und dann geht er dann dahin und will die ausmachen mit der Fernbedienung. So, da ist einfach so fängt der Film an. Und da ist man einfach so hin und her gerissen. Also den muss man einfach sehen, den Film. Das stimmt absolut, der läuft auch noch ein. Man kann das auch kaum erklären, aber ja. Ich habe heute auch gesagt, als wir kurz darüber gesprochen haben, der Film ist ja jetzt schon über 40 Jahre alt. Ich glaube, der ist von wann ist der? Von 1979? 79? Nee. So spät, ja. Also gut, was heißt spät? Ich meine, das ist ja nur in 34 Jahre her. Ne? Auf jeden Fall, das, was wir da sehen, was damals aufgezeichnet wurde, das passt ja immer mehr in unsere heutige Welt. Das ist ja wirklich so, dass man mit der Fernbedienung durch die Straßen geht. Ne, sei es jetzt Telefon oder Navigation oder sowas, ne, also GPS und so. Und überhaupt, auch die in diesem Film ist er ja dann nachher Berater des Präsidenten oder sowas. Ne? Bloß weil er so, genau, ja. der sagt dann so kluge Sprüche. Alle so, auf Garten bezogen. Genau. Alle auf Garten bezogen, richtig. Also der sagt dann einfach nur so, die Rose hat Dornen. Und dann, ja, dann beraten die so, die Präsidenten beraten. Ja, er hat recht. Genau, wir müssen verkaufen. Und so geht das dann. Also das ist ein Film, den müssen Sie sich anschauen. Den gibt es ganz selten im Kino und der lohnt sich absolut. Schauen Sie mal ins Programm. Being There, Willkommen Mr. Chance heißt der. Und dieser Mr. Chance, der ist auch das passt auch zum dritten Themengebiet, das ich noch festgestellt habe. Er ist ein Außenseiter, ein Anti-Held. Und das würde ich paaren mit dem Thema Schweigen.
Das spielt bei Ihren Filmen hier oftmals eine sehr, sehr große Rolle. Ich sage aber warum. Ja, bitte. Ja, weil ich zu faul bin, im Drehbuch was hinzuschreiben. Aber nicht nur in Ihren eigenen Filmen, sondern auch in den Filmen, die Sie hier ausgewählt haben. Denn ich habe gleich drei Filme gefunden. Also wenn man The Mechanic aussucht, der kalte Hauch. Man muss sich vorstellen, die ersten 20 Minuten wird nichts gesprochen. Ja, also meine Kollegen in der Keynote-Film sagten schon, es ist egal, welche Sprachfassung man auswählt. Es macht keinen Unterschied. Charles Bronson spielt drin einen Auftragskiller, den sieht man einfach seinen Job erledigen und er ist alleine und somit muss er nicht reden, ganz klar. Genau. Was fasziniert Sie am Schweigen im Film? Überhaupt am Schweigen, ja, die Bilder, die sprechen ja für sich. Also da sieht man ja ganz deutlich bei diesem Film. Oder bei dem anderen Film, der Montana Sacra, das ist ja mehr oder weniger ein Konvolut von Bildern. Aber jetzt gerade das Schweigen hier bei diesem Killerfilm, also bei dem mit Charles Bronson, da fasziniert mich einfach die Figur, also der Charles Bronson. Er fasziniert mich einfach total und das kann er durch Schweigen natürlich viel besser. Weil sobald er den Mund aufmacht, ist diese Brillanz weg. Also ist nicht mehr so da. Heute, auch wenn wir kennen das ja, wenn so Schauspieler dann älter werden und in Serien mitspielen, dann kannst du ganz vergessen. Ja, ne? Aber in dieser Zeit... Das war großartig. Ja. Vor allem, es gibt eine Szene, die mich fasziniert hat. Ich habe es zuerst auf dem Fernsehen gesehen und dachte, das kann nicht wahr sein, habe ich mir im Kino angeschaut. Ja, kommt er von diesem erledigten ersten Job heim, hat noch immer nicht gesprochen nach einer Viertelstunde und setzt sich auf sein Sofa und zieht sich einen roten Bademantel an und setzt sich auf diese Couch. Und ich guckte hin und dachte, ich sehe Helge Schneider. Ja. Also, es sieht ihn dermaßen ähnlich, ich kann mir das nicht erklären. Das funktioniert sogar auf der Leinwand, wenn man nicht so genau hinguckt. Und in manchen Einstellungen ist das tatsächlich wirklich der Fall. Also das hat mich schon sehr, sehr fasziniert. Haben Sie sich von ihm auch was abgeguckt irgendwie, vom optischen her sogar? Nee, eigentlich nicht, aber naja gut. Jetzt weiß ich auch, warum man mich oft in Charles Bronson von der Lärchenstraße... Haben wir das geklärt. The Mechanic schafft eines nicht. Er versucht nämlich irgendwann lustig zu werden. Das ist eigentlich ein ganz klassischer Thriller. Und er versucht das Genre aufzulösen. Und das gelingt dem nicht. Überhaupt nicht. Und das ist aber auch der rote Faden zu den ganzen heutigen Produktionen, die immer auch, wenn man diese ganzen Blockbuster sieht, diese Hollywood-Stadt, wo viel Mord und Totschlag ist, da soll immer irgendwie sowas lustig dann. Einer sagt irgendwas Lustiges. Und das kommt alle 5 Minuten. Das ist so zum Check geworden. Das muss so sein anscheinend. Und das ist so langweilig. Aber in dem Film wird es vorweggenommen. Und wenn man den Film dagegen sieht, ist das, was du gerade beschreibst, ist auf jeden Fall noch besser, wie das, was wir heute sehen. Absolut. Stimmt natürlich nicht mit. Sie haben nämlich, finde ich, die Fortführung dessen geschafft, was die versucht haben. Sie haben es geschafft, Genres eigentlich wirklich komplett aufzulösen und zu ironisieren. Sie sagen auch selber, das, was Hitchcock mit Suspense versucht hat zu erzeugen, Spannung, ist das Gegenteil von dem, was Sie machen. Sie wollen Entspannung. Sie wollen den Film komplett davon lösen. Ganz klar. Hitchcock kennen wir ja. Ne? Er lebt nicht mehr. Und seine Filme sind klasse. Auch tolle Schauspieler, muss man auch dazu sagen. Wer kennt nicht Cary Grant, der da irgendwie so durch Holland rennt? Das ist einfach spitze. Aber die Zeit ist, ich will nicht sagen, die Zeit ist vorbei, die Zeit der Suspense, also der Spannung, wird wahrscheinlich wiederkommen, wenn man von der Entspannung dann auch wieder die Schnauze voll hat. Aber es ist so, dass wir so viel gesehen haben, schon im Kino und im Fernsehen vor allen Dingen auch, ja, es gibt ja wahnsinnig viele Programme, viele Filme werden gezeigt, werden auch viele Filme nur für Fernsehen gedreht, gar nicht für Kino. Und es wird unheimlich viel auch Brutalität gezeigt. Es wird ganz viel gezeigt, was Hitchcock nicht gezeigt hat und wodurch er eigentlich diese Spannung erzeugt. Richtig, genau. Genau. Und es wird einfach viel zu deutlich gezeigt, eine Wasserleiche und so. Und ich meine, wir brauchen nicht darüber zu reden, dass das dann auch im Fernsehen ist, zu einer Zeit, wo auch die Kinder noch nicht im Bett sind. Ne? Aber das ist nicht Film für mich. Film ist nicht die Realität zeigen, so wie sie wirklich ist, sondern Film ist Realität erzeugen durch Fiktion. Das ist Film. Das ist eine tolle Aussage.
Wie ist das bei Montana Sacra? Das ist Alejandro Khodorkovsky. Das ist Surrealismus. Das ist noch eine Stufe. Entschuldigung. Also ich muss sagen, ich habe damals gekifft. Und solche Filme, also Clockwork Orange habe ich überhaupt nicht kapiert. Da bin ich in die Uraufführung gegangen, da haben mich Leute mitgenommen, da musst du reingehen. Und da habe ich gedacht, was ist das denn? Das habe ich überhaupt nicht kapiert, das war mir auch zu brutal. Das war auf Anhieb mir zu brutal. Und dann habe ich den Jodorowsky, was eigentlich viel brutaler ist. Total. Das ist ein total brutaler Film. Und auch so ernsthaft und trotzdem völlig Banane, also absurd. Und das geht schon wieder in Richtung Buñuel, sage ich mal. Aber das ist so eine Weiterentwicklung von Buñuel, der Jodorowsky, in Farbe und mit viel mehr Geld. Und mehr Blut. Und mehr Blut, ja. Und so komische Traumbilder und so merkwürdige. So religiös. Auch. Ja, religiös, ja. Ja, Montana Sacra. Was er wirklich damit sagen wollte, das weiß er selbst. Haben Sie ihn getroffen, weil er beim Filmfest München, wo Sie jetzt Premiere vom 9.00 Schneider hatte, eine Hommage-Reihe hatte? Ja, der war im Hotel auch. Okay. Der war im selben Hotel. Ich habe ihn nicht erkannt. Ich dachte, es wäre Alexander Hirst. Den kennt aber keiner mehr. Ich auch nicht, muss ich gestehen. War ein ganz reicher Amerikaner. Der war so geizig. Der hatte also einen ganz langen Bart. Und den haben sie nachher, ist gestorben, der ist in seinem Wohnzimmerschrank hat er gesessen, schon, war schon 8 Wochen tot. Also die Vorlage für Mr. Chance eigentlich. Genau. Okay. Wir haben noch einen Film, der ist natürlich auch wichtig für Sie, denn wir haben mit Texas damals ja auch unbedingt einen Western drehen wollen. Western ist ein Genre, das Ihnen sehr, sehr behagt. Und Sie haben sich als einzigen Western in dieser Reihe Leichenpflastern seinen Weg von Puppucci ausgesucht, Il Grande Silenzio. Mhm. Und da ist die Hauptrolle natürlich wieder das klassische Schweigen, der Silence, der ist stumm, Trintignant, und kann nur töten quasi. Jean-Louis Trintignant. Genau. Er kann nur töten. Genau. Und es gibt 3 Gründe, die diesen Film zum Klassiker machen. Und ich würde wissen, welcher für Sie der entscheidende ist. Es ist ein Western im Schnee. Es ist der stumme Protagonist und es als drittes das Böse gewinnt. Alles 3 ist ziemlich faszinierend, finde ich. Ja, finde ich auch. Und dann kommt noch was Viertes hinzu, ist alles in Tirol gedreht. Cortina d'Ampezzo habe ich auch gesagt. Ja, genau. Schweiz, italienische Schweiz, glaube ich. Und es gibt die Musik von Ennio Morricone dazu. Genau. Das hat mit Sicherheit auch eine Rolle gespielt. Die hat eine große Rolle gespielt, gerade bei diesem Film. Auch für Sie zur Auswahl, meine ich jetzt. Hat Sie das Morricone irgendwie beeindruckt? Nein, es hat damals, als der Film ins Kino kam, hat das eine große Rolle gespielt. Und dass Kinski auch mitmacht. Das war dann auch natürlich so ein Kassenmagnet. Absolut. Ja. Vor allen Dingen, weil er ja einige Skandale auch mit sich gebracht hat. Ja, genau. Ja, der hat ja sich eigentlich nur selbst da irgendwie so gespielt. Ne? Er konnte gut reiten. Der war auch faszinierend. Kinski und Trintignant zusammen. Das ist eine Wahnsinnskombi. Ja. Es lohnt sich übrigens auch, es gibt ein alternatives Ende sogar. Das ist nur auf der DVD drauf, für Japan gedreht. Da sieht man das Gute. Und das ist ganz, ganz gut. Ja, das ist so wirklich toll. Kombuchi. Kombuchi, genau. Heißt der Master. Kann man nur empfehlen. Mit allen Wassern gewaschen. Ganz gewieft für Japan ein anderer Film. Ich würde mich natürlich noch dafür interessieren, wir sind heute hier und zeigen ein mehr oder weniger Double Feature, wie man das neudeutsch nennt, von Schneider. Und es hat doch einige Jahre gedauert zwischen dem ersten und dem zweiten. Liegt das daran, dass Sie mal gesagt haben, dass Filmdrehen unglaublich anstrengend ist und so viel Zeit und Arbeit erfordert? Ja, ich glaube, es liegt daran. Ich habe einfach zu viele Funktionen. Dann. Das ist ja ist eigentlich ein klassischer Autorenfilm, aber mit einem viel mehr Brümbamborium drumherum. Ich habe dann 70 Leute manchmal dann auf dem Platz. Und, Sie leiden die alle an? Dann. Ja, man hat Verantwortung. So kann man ruhig haben. Darf man sich nicht vor zurückschrecken. Und es ist aber viel Arbeit, auch Kopfarbeit und immer wieder umstellen und auch viele Sachen, die dann natürlich dazukommen, Interviews geben und so, dass das wirklich anstrengend ist. Das nehme ich als Schlusswort. Nein, das ist doch was anderes hier. So. Nein, Interviews geben, das ist ja natürlich, das kriegen viele Leute ja nicht so, in der normalen Berufswelt irgendwie ansässig sind, kriegen natürlich nicht mit, dass irgendwie Leute von einer Bildzeitung zu Hause irgendwie so einen Scheck unter der Tür durchschieben.
um zu wissen, wie die Kinder heißen und solche Sachen. Ne? Also das ist natürlich was ganz anderes. Also dieser Yellow Press Journalismus oder auch im Fernsehen dieser sogenannte investigative Journalismus und immer dieses komische Pieksfragen nach dem Privatleben und so, das muss man sich doch verbieten. Und dann gibt man eben viele Interviews, muss die aber leider alle nachher lesen und die Sachen rausstreichen, die die reingeschrieben haben, die man einfach doch nicht hören will. Ne? Mhm. Das ist viel Arbeit. Ich hoffe, da war heute nichts dabei. Wir danken Ihnen sehr für diese Carte Blanche im Fünfvierteltakt. Und genau. Ja, zunächst mal dafür schon einen herzlichen Applaus für Helge Schneider. Genau. Und Sie haben ja versprochen, dass Sie eine kurze Einleitung oder Überleitung am Flügel noch zum Besten geben. Ja, kann ich machen. Ich muss erst mal sagen, wir können das Licht schon mal ein bisschen dunkel machen. Einfallen lassen. Aber ich kann sagen, der Film, der jetzt kommt, Jagd auf Neil Baxter, das ist wirklich so, wenn man den heute sieht, dann sieht das schon wirklich toll verstaubt aus, finde ich. Da sind auch Leute bei, die leider gar nicht mehr leben, ganz, ich glaube, es sind sogar etliche. Und wir haben einfach mit den Leuten damals viel Spaß gehabt, kann ich sagen. Aber es war auch wirklich, wie immer, unheimlich viel Arbeit. Damals hat der Christoph Schlingen sie Schulterkamera gemacht, und zwar 35 mm, die wiegt dann irgendwie so 30 Kilo, wenn da auch noch Film drauf ist. Und wenn man eine große Rolle Film drauf hat, wo man auch dann 10 Minuten mitdrehen kann oder 16, dann wiegt die noch mehr. Und deshalb ist der Film auch manchmal ein wenig verfackelt. Aber da soll man 5 gerade sein lassen, denn es ist trotzdem ein Meilenstein in der Filmgeschichte, weil ich glaube, naja, ich glaube an diesen Film und ich glaube, der wird seinen Weg machen. Null, null, Schneider, null, null, Schneider, Schneider. Ich muss auch sagen, da spielt auch mein Vater mit, ganz zum Schluss. In einer Wandergruppe, könnt ihr euch ja dann sehen, das ist der kleine Herr mit dem Federhut. Tante Ruth und Tante Erna sind auch da. Der neue 00-Schneider ist natürlich ganz anders, aber den können wir erst später sehen. Und nun viel Spaß!